Das kann eine sehr belastende Situation sein, wenn eine ungeklärte Vaterschaft eine Familie beeinflusst oder man einfach nicht genau weiß, womit man es zu tun hat. Wenn ich so eine Situation bei euch klären kann, dann schickt mir eine SMS an die 0176, dreimal die 1, 66 700. Ja, weil manchmal bringt das wirklich auch Ruhe rein. So, wir machen weiter. Hier ist Jasmin. Hi. Hallo. Was kann ich für dich tun? Mein Freund zweifelt die Vaterschaft an von meiner Tochter. Ja. Und wir waren aber letztes Jahr zusammen, zuletzt Oktober. Ja. Denn das waren die letzten Regeln gewesen. Aha. Und Mitte November hat er letztes Jahr Schluss gemacht. Okay. Und jetzt glaubt er aber nicht, dass er der Vater ist. Oktober hast du denn Tage gehabt? November genau. Hat er Schluss gemacht? November hätte ich die eigentlich kriegen müssen. Und da sind die aber ausgeblieben. Also heißt, irgendwann im Oktober bist du wahrscheinlich schwanger geworden und da wart ihr aber noch zusammen. Das war Mitte November, wo sie gezeugt wurde. Weil es ja nach den Regeln war. Ja, Moment. Also es gibt ja diese Zyklusüberlegung. Ne? Also man sagt ja zwischen dem 9. und 14. Tag nach dem ersten Tag der Tage. Ist schön mit aufpassen, ihr alle, ne? Eigentlich 7 Tage. Ja? Ja, das gibt ja nicht den Tag. Jede Frau hat ja ein eigenes Tempo. Aber grob sagt man, vom ersten Tag der Periode an zählt man Pi mal Daumen 9 bis 14 Tage. Irgendwo in diesem Spielraum gibt es diese bestimmten Stunden, wo man fruchtbar ist. So, ich frage es aber jetzt viel einfacher. Aber schön, dass ihr das auch immer durchrechnet zu Hause, finde ich. Okay. Als das Kind gezeugt wurde, war er da derjenige, mit dem du geschlafen hast oder nicht? Ja. Also gibt es einen anderen Vater oder nicht? Nein. Ganz sicher? Bist du treu gewesen? Ich war zwar vorher nicht treu, aber trotzdem würde ich das ausschließen. Wie viele Männer hattest denn du, während du mit ihm zusammen warst? Sag mal so, er war halt der Einzige, mit dem ich nicht verhütet hatte. Ich frage aber nochmal konkret, jetzt mal Verhütung hin oder her. Hast du ihn betrogen? Eigentlich schon ein paar Mal. Moment. Eigentlich schon ein paar Mal. Also wie oft hast du ihn betrogen? Ich habe ihn mit einem Ex-Freund, ja? Von einer Ex-Freundin von ihm, mit denen einmal betrogen. Naja, jetzt warte mal, bevor ihr buht. Wir wollen aber erst alles haben. Das weiß er auch. Also, wie viele verschiedene Männer und Frauen waren dabei, mit denen du, wie oft hast du ihn betrogen? Wie viele verschiedene Partner? Sag mal so, dadurch, dass es halt ständig hin und her gegangen ist zwischen uns, war das halt schon oft. Öfter als 5-mal? Öfter als 10-mal? Nee. Irgendwas zwischen 5 und 10-mal? Ja. Aber das war ja zu der Zeit, da haben wir uns gegenseitig betrogen, kam eine Lüge von ihnen. Es war so. Die war schon schlimm gewesen. Aber ihr habt ja die 4 Monate alte gemeinsame Tochter. Ja, und du sagst ja, die Zeugung kann nur durch ihn passiert sein. Ja. Denn erstens hattest du zu der Zeit keinen anderen Mann. Und zweitens hast du auch mit allen anderen verhütet, nur mit ihm nicht. Genau. Und wieso hab ich noch gesagt, selbst wenn ich was mit einem anderen hatte, dann war es erst wieder im Dezember. Und da wusste ich ja noch nicht von der Schwangerschaft. Aber wo ich dann zum Arzt gegangen bin, war ich schon im zweiten. Oh, oh. Sei mir nicht böse, aber das klingt so ein bisschen verworren. Und ich kann nur hoffen, dass du dich da nicht versehentlich vertan hast. Nee. Na gut, du wolltest auch von ihm einen Lügendetektortest haben. Warum? Ja. Weil er sagt mir, er hat keinen Kontakt mehr mit seiner Ex. Ja. Mit die war aber 9 Monate zusammen gewesen während der Schwangerschaft. Als du schwanger warst? Ja, und er wusste es auch von der Schwangerschaft. Und ist trotzdem wieder zu ihr gegangen. Und dann wieder zu dir zurückgekommen. Mein Gott, das sind Verhältnisse. Ich sag mal so, ich hol ihn dazu. Hier ist Daniel! Hi! Ja, hallo. Also eins kann ich mit Sicherheit sagen, euer Töchterchen finde ich wirklich sehr, sehr süß. Ja. Aber die Art und Weise, wie ihr da zusammen seid, ist schräg. Also natürlich. Ihr scheint euch ja gegenseitig mehr zu betrügen, als dass ihr euch nicht betrügt. Ja. Ja? Stört euch gar nicht so, ja? Ist für euch völlig okay, oder wie? Nein, nein. Ist halt scheiße, ne? Ja. Halt scheiße. Sie hatte jetzt auch das Gefühl, du bist wieder zur Ex gegangen und warst du ja auch zwischenzeitlich natürlich, und so. Ja. Natürlich. Aber was genau willst du denn jetzt wissen von ihm?
Ja, ich will halt ihn halt den Vaterschaftstest beweisen. Ja, und warum willst du, dass er getestet wird? Mit dem Lügendetektor-Test? Weil ich halt dafür halt auch Beweise haben möchte von ihm. Welche Beweise willst du denn? Er sagt doch schon, dass er bei seiner Ex war. Er sagt aber die ganze Zeit, er hat keinen Kontakt mit ihr. Ah, okay. Du denkst also jetzt momentan läuft ja noch was. Wo ich aber schon vorher den Verdacht hatte, dass er trotzdem ihre Nummer noch hat. Okay, pass auf, wir machen es anders. Ich habe zwei Tests vorliegen. Das eine ist ein Vaterschaftstest, das andere ist ein Lügendetektortest. Ich hole den Mann rein, der beides hierher bringt. Also, begrüßt ihn. Hier ist Marc! Also, wir machen das jetzt mal so. Ich fange mal mit dem Lügendetektortest an. Daniel, ja? Gibt es irgendwas, was du vielleicht der Jasmin sagen willst, bevor ich den Test angucke? Ja. Also, ja? Ja, natürlich. Okay, dann geh bitte auf deine Position. Und ich fange was, ja? Ja? War ich schon mit Valentina zusammen? Du weißt doch, wa? Und das Kind gekommen ist, ja? Ich war mit dir dann zusammen, wa? Und ich hatte was mit dir. Okay? Also ich war ein bisschen besoffen und so. Sie wollte und ich wollte auch natürlich. Ich bin ehrlich, weißt du? Aber warst du aber vorher nicht. Ha? Warst du aber vorher nicht. Ja. Also das heißt, du bist dann nochmal fremdgegangen wieder? Ja, natürlich. Und war das... Und war das das einzige Mal? War das das einzige Mal? Zweimal oder so. Zweimal? Ja. Also wir haben ja einen Test hier mit dir gemacht, ne? Und eins kann ich mal sagen, wir merken es schon, er ist irgendwie eine ehrliche Haut. Er hat auch einen Test. Aber ich habe noch eine Frage, ja? Ja. Ich kenne sie sehr gut, ja? Ja. Und keiner kennt sie so, wie ich sie kenne. Ja, glaube ich dir. Weil sie hat viel Scheiße gebaut, wo ich sie 2 Jahre gekannt habe. Ja? Was willst du sie fragen? Sie hat mich betrogen, gelogen, alles Mögliche. Ja? Und jetzt hat sie davon. Ne? Und ich bin nur wegen hier, ob das meine Tochter ist oder nicht. Okay, pass auf. Ist okay, das werden wir klären. Ich will nur mal kurz deinen Test einmal anreißen. Du hast ja schon gebeichtet im Grunde, dass du wieder fremdgegangen bist, was für euch nicht sehr ungewöhnlich ist. Ja. Flirtest du heimlich mit anderen Frauen? Du hast mit Ja geantwortet. Hast du während der Beziehung mit Jasmin Sex mit Julia auf der Parkbank gehabt? Nein. Das hast du gesagt, stimmte nicht. Also nein. Hast du mehr als freundschaftliche Gefühle für deine Ex-Valentina? Ja. Hast du noch Kontakt zu deiner Ex-Valentina? Ja. Hast du in den letzten 3 Monaten Sex mit irgendeiner anderen Frau gehabt? Ja. Ja, also mit Valentina, ey. Also, welche Fragen du dir auch immer gestellt hast, Jasmin? Ich bin ehrlich. Er ist ehrlich, aber eins ist klar, er ist alles andere als treu. So, kommen wir also zur anderen Sache. Dann stell du dich ruhig noch mal wieder dahin. Hier? Also. Denn jetzt kommt die andere Frage, die zu klären ist. Jasmin, du sagst ja, du bist durchaus auch gerne mal fremdgegangen. Hast ihn hintergangen, betrogen, belogen, alles dieses. Aber bei der Zeugung kann ja nichts passiert sein, denn mit allen hättest du verhütet, nur mit ihm nicht. Genau. Und auch von der Rechnung passt es ja eigentlich gar nicht. Eigentlich. Wir haben getestet. Daniel und Alicia. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge 100%ig ausgeschlossen ist. Alicia ist nicht deine Tochter. Was? So ist das Leben, wa? Das verletzt mich schon, aber so ist das Leben, ne? Das heißt, sie hätte viele Jungs gehabt, ne? Sehr viele. Und ich kann auch viele Mädchen haben, oder nicht? Ist das das einzige Problem, was du gerade hast? Ha? Ist das deine einzige Sorge gerade? Ja. Okay. Eins ist klar, ihr habt offensichtlich beide noch überhaupt nicht begriffen, was wirklich wichtig ist und was nicht.
wenn man das vorhat, wenn man das Foto sieht von dir und deiner Tochter, dann hätte man das Gefühl haben können, dir ist es wichtig. Und es sieht aus, als wäre es ein Foto voll Liebe. Natürlich, ich habe auch Liebe, also, aber... Und das ist, ich sag dir, dass die Kleine nicht dein Kind ist und das Einzige, was du sagst, ist, sie hat viel Typen gehabt, dann kann ich ja auch viel Frauen haben. Ja, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Soll ich weinen, ne? Soll ich jetzt weinen, oder? Du kannst machen, was du willst, es ist dein Leben. Okay. Ja. Es ist kein Drehbuch hier, wo eine Zeile steht, Protagonist, bitte weinen jetzt. Nein, nein. Ja? Ich glaube, es ist gemeint, aber es ist dein Leben und du kannst selber entscheiden, welche Empfindungen dir wichtig sind. Ich hätte aber Verständnis gehabt, wenn du geweint hättest. Ehrlich gesagt. Und für dich habe ich gar kein Verständnis. Weißt du? Entschuldigung, ich muss jetzt mal etwas drastischer werden. Ist ja alles schön und gut. Ihr vögelt kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Okay. Ja? Einen Moment, ja? Nee, ist so. Okay, aber ich sage was, ja? Hier in Deutschland, ja? 70%, 80% nur Schlampen. Doch? Doch? Ich weiß es. Also du hast zumindest offensichtlich in genau diesen Gefilden dein Privatleben angesiedelt. Das scheint wirklich so zu sein, ja. Es ist völlig okay, wenn ihr als Paar gemeinsam beschließt, ihr wollt eine offene Beziehung führen. Völlig andere Nummer. Dann sage ich wirklich, okay, ein Paar, das das miteinander beschließt, kann das leben. Wenn man sich schützt, ist es okay. Das geht auch dann niemandem weiter was an. Aber ihr habt das gar nicht beschlossen. Sondern ihr hintergeht euch, betrügt euch, macht Kinder mit irgendwem. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr, von wem es ist, oder? Okay, gibt viel zu tun. Wir testen, wenn du willst, packen wir es an. Ja. Für dich, du sagst, dir ist wichtig, dass du weiter mit anderen Frauen Sex haben kannst. Okay, wenn wir leben nur einmal. Ha? Wir leben nur einmal. Okay, wenn das eure wichtigsten Sachen sind, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was fürs Kind wichtig ist. Ich kann dann gar nichts mehr dazu sagen. Alles geklärt? Ja. Alles Gute euch beiden. Danke. Okay, also das war's für heute. Ich bin immer noch ein bisschen geplättet, gerade von so viel emotionaler Abgestumpftheit, muss ich wirklich sagen. Aber gut, vielleicht muss es auch jeder selber für sich so empfinden. Ich sag Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Applaus